Diesen Bildausschnitt kennst du von mir. Von außen sieht die Sache so aus. Das ist mein kleines, aber feines YouTube-Studio. Und genau darum geht es heute. Wie filme ich meine YouTube-Videos? Deshalb gibt es ein paar kleine Änderungen. Eine Sache seht ihr hier schon. Hier steht mein Mikrofon heute. Normalerweise hängt es da oben. Aber dass eben der Ton von hier und hier ungefähr gleich laut rüberkommt, habe ich das Mikro einfach hier hingestellt. Außerdem steht da hinten eben die M50. Die steht da auch nicht da, die mich hier von außen filmt. Und hier ist noch eine Lampe, damit ich nicht ganz dunkel bin, wenn ich eben hier filme. Lampe ist auch das Stichwort und eigentlich auch das Wichtigste im ganzen Film, das Licht. Fangen wir also direkt damit an. Da hole ich auch mal die M6 her, um dir das Ganze von außen zu zeigen. Also hier mein Tisch, aber darum geht es ja nicht, sondern ums Licht. Ich habe eine Softbox hier, sieht man auch von da drüben, ja genau, also hier eine Softbox. Und dann habe ich noch hier eine Softbox, da habe ich von so einem Schirmchen, habe ich da noch was drüber gelegt, damit es ein bisschen abgeschwächt wird, weil sonst ist es einfach zu hell. Hier habe ich einen Reflektor und hier habe ich nochmal ein Licht liegen. Guck mal, steht meine Schleifmaschine, das ist nämlich auch meine Werkstatt hier. Hier habe ich noch ein Licht, das ist ein Ringlicht, das ich, muss kein Ringlicht sein, aber das habe ich halt dafür, dass gegen den Reflektor geht. Bei mir ist nämlich ganz wichtig, dass das Licht nicht direkt kommt, weil ich eben eine Brille habe und sonst habe ich da immer irgendwelche Reflexionen drauf. Habe ich ewig probiert. Es kommt von der Seite bei mir, aber so bin ich eben auch halbwegs gut ausgeleuchtet. Oder? Ich baue das Ding mal wieder drauf. So, dann siehst du auch gleich, wo die Kamera bei mir steht. Das ist einfach nur ein Stativ. Total low-tech, aber das funktioniert. Kamera drauf und ich kann mich filmen. Ganz wichtig bei der Kamera oder bei mir beim Stativ auf jeden Fall, ist, dass es nicht mit dem Tisch gekoppelt ist. Das gilt übrigens auch fürs Mikro, denn sonst kriegt man alle Schläge. Oder hier, wenn man so Objektive rumstellt, kriegt man mit, dann wackelt die Kamera. Oder das Mikrofon kriegt dann irgendwie einen Schlag ab und so. Und das wollen wir natürlich alles nicht, weil das im Nachhinein alles total doof ist. Gut, Licht. Habe ich jetzt alles dazu gesagt, oder? Naja, vielleicht noch nicht ganz. Die Softboxen, die stammen von so einem Fotostudio-Set von Amazon. Das kann ich hier unten drunter verlinken. Die gibt es, glaube ich, auch einzeln. Besonders gut sind die nicht, aber für mich reicht es bis jetzt. Die Lichttemperatur ist nicht ganz Tageslicht. Ich filme trotzdem mit Weißabgleich Tageslicht und korrigiere das dann hinterher. Das ist für mich das Einfachste und bin einfach zu faul, das genauer einzustellen. Also normalerweise sieht das Bild so aus. Unkorrigiert sieht es dann so aus. Außerdem habe ich im Hintergrund noch zwei Lampen. Sieht man gar nicht richtig gerade, weil ich halt ein bisschen umgestellt habe, damit ich mich hier filmen kann. Hier eben so eine kleine Lampe, die den Vorhang anleuchtet. Und mein Globus hier, oh, muss ich mal wieder richtig hinstellen, damit es nicht ganz so langweilig im Hintergrund ist. Aber generell geht es ja darum, dass eben der Bereich hier, was ich hier zeigen kann und ich, dass ich beleuchtet bin. Der Hintergrund ist nicht so wichtig, deshalb ist auch ein bisschen unscharf. Also steht da halt ein bisschen was, aber nicht viel. Das war es jetzt aber, glaube ich, alles zum Licht. Wenn du noch Fragen hast zum Licht, unten drunter Fragen. Ton mache ich mit so einem Rode Video Micro, heißt es, glaube ich. Dieses kleine Ding, was man auch oben drauf stecken kann. Und ich übertrage den direkt in die Kamera rein mit dem Wireless Go. Früher habe ich ein Kabel genommen, aber seit ich dieses Ringlicht hier habe, gibt es irgendwelche Störungen, wenn ein Kabel da ist, deshalb einfach das Wireless Go hier eingesteckt und hier eingesteckt und es läuft dann. Wie gesagt, eigentlich habe ich da oben mein Mikro hängen, aber weil ich heute hin und her switche, ist eben hier an der Seite, das funktioniert ja eigentlich auch. Neulich ist sogar mal runtergefallen. Das Video ist total doof. Einstellungen beim Rode kann man die dB-Taste drücken, da würde ich das ganz nach unten machen und in der Kamera den Pegel auf manuell und ich pegel den immer so, dass er ein bisschen über die minus 12 dB hochgeht und alles andere mache ich dann im Nachhinein bei der Nachbearbeitung lauter. Wichtig ist halt, dass du nicht über die 0 gehst, denn sonst klippt's. Weiß nicht, ob das funktioniert hat. Ja, er hat es rot angezeigt. Ich habe oben geguckt. So, Entschuldigung, wenn jetzt die Ohren klingeln. Ich wollte sie nur mal zeigen. Also lieber ein bisschen zu niedrig mit dem Pegel und hinterher lauter machen als zu hoch mit dem Pegel und man hat Clipping drin. Ist mir auch schon passiert, aber man lernt ja dazu. Kommen wir noch zum Kamera-Setup. Normalerweise habe ich eben diese eine Kamera, das ist die EOS M6 Mark II, aber es kommt auch vor, dass ich da oben noch eine Kamera habe, das ist dann die M50, die jetzt da hinten steht. Die Konstruktion da oben ist ganz einfach, einfach nur ein Brett dran, nochmal so ein kleines Brett und dann habe ich da eine Makroschiene rangeschraubt und da schraube ich einfach die Kamera ran und das war es dann auch schon. Die Hauptkamera EOS M6 Mark II habe ich ja eben schon gesagt. Ich habe das 22mm Pancake drauf und meine Einstellungen sind 4K, 25 Bilder die Sekunde, 1/50 Belichtungszeit, Blende F2.8 und ISO 200. Das haut für mich hin.
Beim Weißabgleich habe ich, wie gesagt, Tageslicht. Als Bildstil nutze ich Feindetail, habe ich irgendwann mal eingestellt und bin halt dabei geblieben. Den elektronischen Bildstab hier habe ich natürlich aus. Die Kamera steht ja auf dem Stativ, brauche ich also nicht. Beim Autofokus nehme ich den Zonen AF, da schiebe ich das Feld nach oben, dass mein Kopf halt so drin ist. Das hat den Vorteil gegenüber der Gesichtserkennung, dass ich auch Dinge ins Bild halten kann und die dann irgendwann auch mal scharf gestellt werden. Jetzt geht es eben wieder zurück auf mein Gesicht. Deshalb ist auch der Servo AF aktiviert. Aber diese Einstellung musst du natürlich für dich und dein Setup wählen. Also du kannst jetzt nicht einfach blind meine Einstellung übernehmen. Es muss eben mit der Belichtung passen. Manchmal gehe ich auch ein bisschen runter, mache nicht ein 50stel, sondern ein 40stel, wenn ich es irgendwie ein bisschen dunkler habe, damit ich mehr Licht wieder habe, dass eben ein kleines bisschen länger belichtet werden kann. Ein Tipp vielleicht noch, du siehst, hier flimmert es. Das liegt daran, dass du mit 25 Bilder filmst, also in PAL. Stellst du auf NTSC um und filmst dann mit 29,9 Bilder die Sekunde, flimmert auch nichts mehr. Kommen wir noch kurz zum Schnitt. Wie gesagt, ich schneide in Final Cut oder in LumaFusion. Ich habe mir in beiden Presets angelegt, die ich eben direkt drauflege, um ein bisschen die Schärfe anzupassen, die Belichtung ein kleines bisschen anzupassen und die Farben. Also wenn man das macht, dann ist man ratzfatz dabei. Außerdem habe ich in Final Cut, in LumaFusion leider nicht, in Final Cut habe ich auch ein Preset für einen Ton, der ein bisschen Rauschen rausnimmt. Und ja, also einfach ein Preset anlegen, das schadet nicht, aber auch da musst du das natürlich für deine Einstellungen für deine Umgebung machen und kann nicht einfach meins übernehmen. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, tatsächlich alles gesagt, was zu meinem YouTube-Studio hier gehört. Wenn du noch Fragen hast, unten drunter einfach kommentieren. Weiter gucken kannst du hier mein letztes Video und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sieht man sich genau in diesem Studio bald wieder. Ciao!